Die Refixation des vorderen Kreuzbandes bei Rupturen des vorderen Kreuzbandes hat in den letzten Jahren doch wieder an Stellenwert gewonnen. Wir wissen inzwischen, dass vor allem die femoralen Abrisse des vorderen Kreuzbandes, die relativ häufig sind, für ein solches Verfahren doch gut geeignet sind und sich mit einem sehr kleinen, minimalinvasiven Eingriff hier eine zufriedenstellende Stabilität erreichen lässt. Im Beispiel sehen Sie so einen femoralen Abriss eines linken Kniegelenkes an der Innenseite der lateralen Notschwange. Und der erste Schritt der Operation ist dann das Durchstechen des femoralen Stumpfes des vorderen Kreuzbandes mit Nahtmaterial. In der Regel wird hier ein nicht resorbierbares Tape-Nahtmaterial genutzt, was dann als Schlaufe um diesen femoralen Stumpf entsprechend gelegt wird. Anschließend wird dann der anatomische Insertionspunkt des vorderen Kreuzbandes an der Innenseite der lateralen Femurkondyle etwas angefrischt und gegebenenfalls auch mit einer kleinen Mikrofrakturierung zur Verbesserung der Einheilungseigenschaften behandelt, bevor dann im anatomischen Insertionsareal ein Fadenanker gesetzt wird. Hierfür gibt es unterschiedliche Implantate. Wir nutzen hier einen Schraubanker mit vorgelegtem Faden, in den dann später die Fäden, die durch das vordere Kreuzband gelegt worden sind, entsprechend eingezogen werden. Sie sehen das hier im nächsten Schritt. Das ist das Setzinstrumentarium, um im anatomischen Insertionsareal das entsprechende Loch zu kreieren, in den der Anker später eingedreht wird. Anschließend wird ein Gewinde gedreht. Sie sehen auch, die Perforation des Knochens ist viel kleiner als für den Fall einer Ersatzplastik, wo hier in gleicher Position oder in ungefähr gleicher Position der Bohrkanal angelegt wird. Anschließend werden dann diese Fäden durch den Fadenanker gezogen und dieser dann so eingedreht, dass er das Nahtmaterial beim Eindrehen dann entsprechend nachspannt und somit den femoralen Stumpf des vorderen Kreuzbandes in das anatomische Insertionsareal entsprechend hochzieht. Sie sehen gleich das abschließende Ergebnis, wie das Band dann wieder femoral inseriert, auch eine gute Spannung aufweist. Die Nachbehandlung empfehlen wir ähnlich wie bei einer Ersatzplastik des vorderen Kreuzbandes. Der Umfang der Operation jedoch deutlich geringer. Zum Abschluss wird dann der entsprechende Faden gekürzt und die Operation entsprechend beendet.